Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück bei Valheim in einem kleinen Selbstversuch. Wir haben 4 Energie, das ist nicht viel. Deswegen, wir haben in der letzten Folge ja probiert, hier Sachen zu verbrennen. Ich bin mir gerade nicht sicher, können wir die auch irgendwie teilen? Genau. Once. Ich glaube, ich habe nämlich gleich 5 Stück auf einmal verbrannt. Ich bin mir nicht sicher, wofür das Ganze ist. Ich werde auf jeden Fall mal ein bisschen Material auslagern. Dass wir nicht alles verbrennen oder abgeben. Die können wir auf 10 machen. Dann machen wir den einen Stack hier noch rein. Ja, das langt erstmal. Gut, ich freue mich drauf, mit euch jetzt hier. Obwohl, wir lassen mal lieber die Steine hier und setzen den Stack hier runter. Mal gucken, was passiert. Mal gucken, was in dem Feuer passiert. Ob wir durchgehen können durch das Ding. Achso, wir müssen hier drauf gucken und dann 7. 7. Zu wenige. Ah, zu wenige. Okay. Also 1 langt nicht. Dann machen wir einfach mal 5. Beziehungsweise, nochmal, wir machen 1. So, jetzt haben wir 5. Alles klar. Go for it. Und YOLO. Oh, ich bin weg. Wo werden wir landen? In fremden Landen landen. Nicht dein Ernst. Hä? Okay, jetzt hätte ich ja schon ein bisschen mehr erwartet. Hä? Ich habe mich vor mein Haus teleportiert. Okay, ich habe da so einen Verdacht. Ich habe da folgenden Verdacht. Und zwar... Okay, 5 Stück haben gereicht. Wir haben ja diesen Bauhammer. Und irgendwo hier... Ich muss mal kurz gucken. Da. Ah, da brauchen wir noch mehr von den blauen Sachen. Wir brauchen Holz, wir brauchen eine Workbench. Und damit können wir uns ein Portal machen. Und ich denke mal, das wird dann dauerhaft auch an sein. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal kämpfen. Das heißt aber auch, wir werden vermeintlich draufgehen, weil wir nur 4 Energiepunkte haben. So, ihr Gnome, kommt her. Ihr habt mich die ganze Zeit belästigt. Ich brauche mal euren Stuff. You feel cold. Ich fühle mich alles. Ich habe Hunger, ich habe Aua, Pipi und was weiß ich. So richtig gut geht's mir nicht. So, wo sind denn hier Gegners? Warte mal, wir können mal zumindest das Schild aktivieren. Hallo? Weißt du, in den vergangenen Folgen sind die mir so hart auf den Senkel gegangen und sind jedes Mal gekommen. Dahin läuft einer. So. Da hat er mich hingerafft, aber das macht nichts. Komm, spawn mich wieder. Ich brauche noch was von diesen Goblin-Augen. So. Ah, jetzt sind wir auch wieder an einem Bett gespawnt. Das ist ja interessant. Das hat vorhin nicht funktioniert. Na, Minias, liegst du gut? So. Jetzt. Der Vorteil ist, wir haben keinen Hunger mehr. Oh, Mist. Komm her. So, wir haben Resin bekommen. Und wir brauchen noch ein bisschen Goblin-Augen. Ist hier noch jemand? Haben die jetzt wirklich so viel Angst vor mir? Oder beziehungsweise vor dem Feuer? Da. Ich kann ja mal so geschickterweise so... Huch. Nee, ich habe keine Fackel. Moment, wo war denn? Da. Warte mal. Muss mal ganz kurz hier umsortieren. Speer. Mist. Wo ist er denn hin? Da.
Und? Habe ich ihn? Raw Meat. Wie? Habe ich das jetzt schon eingesammelt? Habe ich meinen Spieß wieder? Ich habe meinen Spieß wieder. Ah, man muss ihn doch nicht... Den Bogen! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh Gott! Okay, wir haben Leder bekommen. Das ist schon mal gut. Warte. Guck mal, er kriegt keinen Schaden, weil er sich gelöscht hat im Wasser. Also so schlau ist das Spiel. Oh Mann. Da haben wir das Goblin-Auge bekommen, was uns gefehlt hat. So, jetzt ein bisschen blöd. Wir müssen mal wieder den Knüppel in die Hand nehmen. Weil der Speer ist natürlich einmalig. Den wirft man ja weg. So, jetzt können wir hoffentlich dieses komische Tor bauen. Jetzt überlege ich nur gerade, wo ich das hinbaue. Mit dem Haus habe ich so ein bisschen Respekt. Wobei wir natürlich... Komm her! Wir können das Tor ja auch hier draußen aufbauen, hinter der Hütte oder so. Oder wir stellen es hier rein, einfach in die Mitte im Raum. Wir stellen es hier rein, mal gucken. Also. Mit der 5. Ich stell's. Ist ein bisschen knapp, oder? Ich mache einfach den Tisch weg. Und dann stellen wir es in die Ecke. So. Teleport. Build another teleport to connect. Ah, das ist ein Teleport. Okay. Verstehe. So, wir haben aber Fleisch und mit Fleisch können wir jetzt endlich kochen. Use wood und use item. Okay, wir machen jetzt mal hier das hier rein. Ah, sehr geil. Sehr, sehr geil. Oh, sehr, sehr geil. Riecht das gut. Das war aber ich, der gebrannt hat. Lecker Schmecker. Das klingt auch schon, als wäre es schon gar. Okay, wir probieren es mal. Können wir das abnehmen? Das ist sehr geil. Da ist es. Und wie viel bringt es? 36 haben wir? Klingt so ein bisschen wie der Schnellkochtopf, ne? Wo oben der Pümpel rausgeht, wenn das Essen gar ist. Piu, piu. Boah, 36, bei der Hälfte sind wir auf 56. Das ist halt ungefähr 20, würde ich sagen. Habe ich es aufgesammelt? Nein, ich brenne nicht. Das sieht nur so aus. Ja, wir haben 2. Sehr gut. Cool, das heißt, wir können einen Bogen machen. The Bow. Mist, wir brauchen noch viel, viel mehr Leder. Wer hätte es gedacht? Eine Lederkappe können wir machen. Brauchen wir auch noch viel, viel mehr Leder. Wofür ist das Ding? Das raff ich nicht. Auf jeden Fall können wir uns jetzt einen Bogen machen. Das heißt, wir müssen noch viel mehr von den Hirschen töten. Das ist natürlich noch eine schöne Aufgabe. Und wir haben jetzt endlich was zu essen. Aber was wir immer noch nicht rausgefunden haben... Wie pflanzen wir was an? Also wenn wir uns das jetzt nochmal durchgehen, es ist ja im Moment nichts, was ich noch nicht gebaut habe, oder? Hammer, Feuer. Moment, Moment, Moment. Ein Segelboot. Wir brauchen Leder, wir brauchen Harz. Und dann können wir uns ein kleines Floß bauen. Beim Bauen ist, glaube ich, nichts dazu gekommen. Das waren und sind... Mehrere.
Und Furniture, genau, nee, das haben wir eigentlich alles. Das Bett haben wir gebaut. Das ist okay. Und wir sind wieder auf 100% hochgeheilt übrigens. Das ist sehr gut. So, also wir können jetzt Teleporter bauen. Das heißt, wir können auch längere Strecken zurücklegen, würde ich sagen. Jetzt ist die Frage, ist der Anbau von Sachen schon implementiert im Spiel? Also kann ich irgendwie überhaupt schon Ackerbau betreiben? Das wäre natürlich jetzt interessant. Warte mal kurz, mir fällt gerade was ein. Use the Dandelion, what? Hier, auf dem Boden. Kann ich hier anpflanzen? Nee. Nee, kann ich nicht. Na gut. Dann würde ich sagen, gucken wir nochmal nach Futtertieren. Indem wir einfach in die Wildnis gehen. Wir erkunden einfach mal ein bisschen das Land, wo wir sind. Wir gehen einfach mal hier die Küste hoch und schauen mal, was wir so finden. So langsam trocknen wir auch ab. Aber hier oben sieht es aus, als wäre es da ziemlich kalt. Da sieht man die Baumwipfel, die gefrostet sind. Oder? Ist das nur das Licht gerade? Gute Frage. Was quiekt denn hier als? Ich gehe einfach mal hier nach oben. Mal gucken, wir werden es ja erleben, was passiert. Moment mal. Ich werde mir jetzt nochmal so ein Messerchen machen. Vielleicht kann ich ja irgendwie mit dem Messer was an den Büschen machen, wenn ich so einen Bärenbusch finde, dass ich irgendwelche Setzlinge finde. Das wäre natürlich eine gute Sache. Das muss ich leider nochmal zurücklaufen. Es tut mir sehr leid. Ach, guck mal hier, der blendet aber alles aus. In Distanz, ja. Das ist natürlich hart. Ich dachte gerade, hier wachsen keine Bäume mehr. Ich mache mir schnell so ein Messerchen. Kneipchen, wie man uns sagt in Hessen. Haben die Wikinger früher auch gesagt, bin ich mir ganz sicher. So. Flint Knife. Wir brauchen Flint. Wer hätte es gedacht? Und da. Und da. Und da. So ein morgendliches. Ja, ist ja gut. Er säuft im hüfthohen Wasser. Beruhige dich. Ist das ein kompletter Flintstein? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Mal gucken. Zack. Ne, das war normal Stone. Von 5. Wie viel braucht man für das Messer? Ich glaube, das waren gar nicht so viele. Flint Knife. Craft. Sehr schön. Und was kommt jetzt? Kriegen wir noch Rezepte dazu? Knüppel, Speer. Steine, Axt, Flintaxt, Bauhammer, zack, so. So, dann schauen wir mal, ob wir hier unterwegs irgendwie uns was mitnehmen können. Irgendein Setzling oder so ein Kram. Was ist das da oben? Baumstamm. Ich dachte schon irgendwie Eisenerz oder sowas in der Art. Ich glaube, wir gehen hier einfach mal quer durch den Wald, in der Hoffnung, dass wir da was finden. Vielleicht backt sich ja noch irgend so ein Hirsch vor uns fest. Oh.
Hier ist definitiv Schnee bedeckt. Ah, guck mal. Guck mal, vielleicht können wir die einzelnen rauspullen. Komm her. So, können wir noch irgendwie einen einzelnen ziehen? Ich möchte ja nicht gleich alle drei auf einmal pullen. Er hat uns entdeckt. Oh, keine Ausdauer. Das war gar nicht gut. Double kill. Okay, dann hauen wir uns mal schnell hier das Steak noch rein. Und dann schauen wir mal, was die hier bewacht haben, oder? Oh. Oh. Eine Opfergabe? Nee. Wir haben jetzt Flint bekommen? Wow. Wir haben Flint bekommen. Das war alles? 4 Flint. Ich bin begeistert. Ich würde mir ja wünschen, dass wir mal so einen Bärenbusch finden. Ich gehe jetzt mal hier hoch und guck mal, wie stark die Kälte mich beeinflusst. Tote. Wahrscheinlich. So in der Art. Was ist das da vorne? Das sieht doch aus wie eine Hütte. Oder? Da vorne, wo das Licht so ein bisschen durchscheint. Da ist ein Zug gerade vorbeigefahren, wie ihr gehört habt. Ach du Schande. Viel Feind, viel eher. Aber ich glaube, 5 kriege ich hier nicht weg. Ich könnte natürlich kiten. Und dann gucken, was sie in der Hütte haben. Na, vermeintlich haben die da wahrscheinlich gar nichts. Auch keine Fackel dabei. Kann ich mir eine Fackel craften? Jawohl. Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. Na? Habt ihr irgendwas Interessantes? Ihr habt eine Truhe. Wenn natürlich irgendwann mal die Fackel ausgeht, dann stehe ich da mit meinem kurzen Hemd. So, jetzt gucken wir mal. 20 Pfeile und was zu essen. Okay, wir craften mal ganz schnell eine Fackel nach. Und hauen uns hier noch was zum Essen rein. Und tauschen die Fackel dann gleich aus. Okay, noch einmal Fackel. Ausdauer. Mist. Okay. Oh nein. Das war ich nicht. Das war mein blöder Bruder, der gerade flüchtet und schnell eine Fackel nachcraftet. So, jetzt kommt doch her. Kommt doch her, ihr kleinen Kacker. So. Ich
crafte mir noch schnell noch eine Fackel nach, bevor mir das gleiche nochmal blüht. Keine Ausdauer. Jetzt. Wartet. Oh oh. Hallo, guten Tag. Wir machen. Oh. Ganz kurz Inventar auf. Ich wechsle nur ganz kurz die Fackel. Ui. Mist. Mist. Sie mit der Fackel zu schlagen braucht unheimlich viel Ausdauer. Es wäre natürlich irgendwie cool, wenn wir Punkte kriegen würden für diese vielen Kills, die wir hier haben. Ja, schlag halt auf den Boden ein. Gut, aber das bringt uns nichts. Die Kiste haben wir ausgeräubert. Okay, wir gucken nochmal hier oben in die Hütte rein. Aber hier ist außer Tisch und Stuhl ist hier nichts. Sieht mir auch nach einem verlassenen Ding aus. Da hinten gibt es noch irgendwelche Stonehenge-ähnlichen Dinger. Da laufe ich nochmal hin. Wir müssen ja ein bisschen was an der Insel hier erforschen. Ja, ihr Lieben, wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Ich werde mich noch weiter auf der Insel umgucken und schauen, ob wir noch interessante Dinge entdecken können. Zumindest haben wir mit der Fackel eine ganz gute Möglichkeit, die Gegner abzuwehren. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.